Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Mukbang, nicht was? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist mittlerweile nicht 7 Uhr, wie ich gerade im Video gezeigt habe, sondern schon 10 Uhr. Ich habe nochmal geschlafen, nachdem ich diese kurze Videosequenz aufgenommen habe. Total weird, aber ja. Und ich möchte heute nämlich bei meinem Tag mitnehmen. Heute habe ich wieder so einen produktiven Tag geplant und dachte mir, dass ich das mal wieder mitfilmen kann. Noch bin ich gerade erst aus der Dusche rausgekommen, habe ich noch nicht fertig gemacht oder so und esse jetzt mal was und werde mich danach nochmal bei euch hier ein bisschen vorstellen und den Tag erklären. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und übrigens esse ich nicht das Ganze auf, aber das ist halt das, was wir noch da haben. Ein Kartoffelsalat, ja. So, ich bin wieder back und ich sage am Anfang des Vlogs eigentlich immer, was ich an dem Tag plane. Und deswegen kommt heute mal die To-Do-Liste für den heutigen Tag. Und zwar war es als erstes natürlich joggen zu gehen, da ich momentan wieder etwas für den Sportunterricht üben muss. Letztes Mal, als ich euch gezeigt habe, dass ich morgens immer joggen gehe, war, als ich den Hubertest laufen musste. Und dieses Mal ist es einfach, weil ich meine Sprintzeit üben muss. Und deswegen war ich heute Morgen schon joggen und habe das ein bisschen gemacht. Gleich werde ich noch ein Video filmen, aber davon muss ich noch über das Thema recherchieren. Es geht nämlich um Lerntechnik. Und danach möchte ich noch ganz viel für die Schule machen. Ich muss nämlich für Tests lernen, ich muss ein paar Sachen wiederholen und auch noch Hausaufgaben machen. Des Weiteren muss ich noch meine Koreanerstunde vorbereiten, die ich wahrscheinlich morgen oder den nächsten Tag habe. Mein Arm wird so schwer. Aber wenn ich diese Kamera so lange in der Hand halte, ne. Und die letzte Sache ist auch noch, dass ich ein paar TikToks filmen möchte und für Instagram etwas vorbereiten möchte. Also noch ein paar Social Media Sachen. Und das sind eigentlich die Pläne für heute. Wie ich gerade schon gesagt habe, bin ich hier heute um 7 Uhr aufgewacht und bin dann nochmal eingeschlafen. Und ich hatte einfach, also ich bin dann so 2 Stunden lang nochmal eingeschlafen. Und ich hatte einfach so einen krassen Albtraum. Bin wirklich so erstmal um, keine Ahnung, ich glaube so 9 Uhr oder so bin ich wieder aufgewacht und war so, nein! Mein Albtraum war nämlich, dass ich irgendwie vergessen habe, dass ich an dem Tag Schule habe und deswegen nicht zur Schule komme. Ich sage wirklich, die Träume, in denen ich denke, dass ich nicht rechtzeitig zur Schule komme oder Unterricht verpasse oder so. Also diese Träume sind für mich wirklich so schlimm. So sieht übrigens ein Videoskript von mir aus und es ist sehr unordentlich und ja, man blickt ja vielleicht nicht ganz durch, wenn man es so das erste Mal sieht. Aber beim Videofilm finde ich es eigentlich sehr effektiv und hilfreich, wenn man so ein bisschen ein Skript hat, wo man ablesen kann und sich so langhangeln kann, damit ich nicht irgendwie irgendwas erzähle, was mir in dem Moment in den Kopf kommt. So, und jetzt, wo das Skript für das Video fertig ist, werde ich mich jetzt vor mein Bett setzen, beziehungsweise auf mein Bett setzen und das Video aufnehmen, was ihr dann wahrscheinlich entweder schon gesehen habt, vielleicht habt ihr es sogar schon gesehen, oder was noch online kommen wird, das ist dieses zu den Lernmethoden. Und dazu muss ich meine Kamera hier rauf machen. So. Okay, ein bisschen höher. Geht das mit dem Licht so? Ja, eigentlich voll gut. Okay, dann filme ich jetzt das Video und würde sagen, wir sehen uns gleich hier wieder beim Vlog. Okay Leute, so sieht es manchmal aus, wenn ich ein Video filme, denn ich filme jetzt gerade so ein paar B-Rolls, also sozusagen Videoschnitte, die dann danach rüberkommen, zum Beispiel wie dieses hier. Und dementsprechend muss ich jetzt erstmal das Ganze aufbauen, weil das diese Tischdecke, also dieses Plakat da hier so hinlegen und das alles erstmal schön herrichten, genau. So, ich mache jetzt noch so ein paar Aufgaben, die unsere Lehrerin uns reingestellt hat. So, ich habe jetzt meine Deutschaufgaben fertig und mache jetzt noch Bio. Ich habe einfach 2 Bio-Bücher. Sehr toll. Aber ja, es geht eigentlich. Also ich bin sogar relativ motiviert, weil die Sache ist halt, es sind jetzt so gerade Aufgaben, die ich nicht machen muss, aber die ich eigentlich machen möchte, um mir das Thema nochmal genau zu erklären, weil ich es nicht ganz verstanden habe im Unterricht. Und es ist halt vor allem so bei Bio total wichtig mitzukommen, die Dinge halt sofort zu verstehen. Deswegen mache ich das jetzt schnell und dann habe ich
Da muss ich noch lernen für einen Economics-Test. Also ich habe halt Wirtschaft auf Englisch und da schreiben wir einen Test am Montag. Und wir schreiben auch noch einen Mathe-Test, aber dafür lerne ich nicht. Also noch nicht. Und dann muss ich noch ein bisschen Spanisch und Koreanisch Vokabeln lernen. Aber ich habe mal ein kleines Update für euch bezüglich meiner Koreanisch Unterrichtsstunden und so. Da ich jetzt wahrscheinlich mit dem Unterricht aufhöre, aber dazu werde ich dann nachher nochmal mehr sagen oder in Yazoo nochmal mehr sagen, weil ich jetzt erstmal lernen muss. Aber ich werde euch ja nachher davon noch berichten. So, ich finde, ich habe mir jetzt erstmal eine Pause verdient. Ich habe jetzt gerade 2 Stunden Bio gemacht und bin dann zum Glück fertig, obwohl es war eigentlich nicht 2 Stunden, es war vielleicht so 1 bis 1,5 Stunden. Und mittlerweile ist es... Wie spät? Ist es schon 17 Uhr, also schon relativ spät, noch nicht so schön relativ spät. Ich habe jetzt gerade eben auch schon so ein paar TikToks aufgenommen, aber dachte mir, das ist vielleicht für euch nicht so interessant zu sehen. Das könnt ihr dann sehen, wenn ihr auf meinen TikTok-Account, wo ich Lara Emily Official heiße, raufgeht, sehen. Und ich werde jetzt auf der Couch sitzen, chillen, mir eine Pause gönnen und vielleicht eine Folge bei Netflix gucken oder so. Und danach, was muss ich heute eigentlich noch machen? Ich habe schon wieder vergessen, was ich heute machen muss. Koreanisch, Spanisch. Oh, und für diesen Test lernen, für den Economics-Test lernen. Aber das dauert nur so 10 Minuten, deswegen ist es nicht so schwierig. Ey Leute, ohne Witz, ich bin so eine random Person. Und zwar hat mir gerade meine koreanische Lehrerin geschrieben, hat mir gesagt, dass sie sozusagen den Termin morgen absagen müssen, weil sie leider krank ist und dementsprechend muss ich jetzt auch erstmal kein Koreanisch lernen. Habe einige Sachen noch nicht gemacht, wie zum Beispiel für den Economics-Test gelernt habe ich noch nicht. Und ich habe auch noch nicht Spanisch-Vokabeln gelernt, aber das ist nicht so schlimm, das mache ich einfach morgen, das ist vollkommen okay. Stattdessen ist es jetzt mittlerweile schon 9 Uhr und ich habe gerade, das ist die random Sache, einfach angefangen, eine Webseite zu bauen. Das ist so random. Aber irgendwie werde ich halt so, ich habe gerade einen Instagram-Post gepostet, bin dann auf ein anderes Instagram-Profil gestoßen, wo eine Person so eine Webseite hat. Und dachte mir so, eigentlich möchte ich auch voll gerne eine Webseite haben, wo ich vielleicht auch so Blogposts posten kann und so. Und deswegen habe ich gerade damit angefangen. Und ich glaube, mein Laptop ist gerade ausgegangen, weil ich keinen Akku mehr habe. Das ist ja blöd. Deswegen werden wir jetzt nach oben gehen. Ich werde gleich auch schlafen gehen, wahrscheinlich. Und das war's dann für den Tag.